Da wären wir wieder. Ich hatte ja in der letzten Folge versucht, alle Ressourcen an das Roboternetzwerk anzuschließen, was wir brauchen für die automatische Produktion. Das sollte ich jetzt aber nochmal nachprüfen. Und dann wollte ich dieses Stase-Ding ausprobieren. Slowdown-Capsule. Ich wollte den Roboter verlangsamen. Also es scheint schon mal nicht die Zeit anzuhalten. Das wäre auch ein wenig komisch, wenn ein Ding aus Kupfer, Eisen und ein bisschen Kaugummi die Zeit anhalten könnte. Aber es verlangsamt wahrscheinlich Gegner. Na gut, was haben wir? Follower, Robots, Combat Robot, Combat Robotics. Distractor Capsule. Ablenkung. Ablenkung klingt sehr gut. Und es kostet keine dieser Tränke. Mehr Roboter haben können, klingt auch sehr gut und kostet fast gar nichts. Mach das mal zuerst. Also ja, Stase und die Slowdown-Capsule wird dann wahrscheinlich auf einen starken Gegner geworfen, damit er langsamer wird und wir besser weglaufen oder wegfahren können. Was nicht irgendwie jetzt ein Flächeneffekt, den ich nutzen könnte. Okay. So, gucken wir zu den Granaten. Die Roboter sind alle noch viel zu langsam, aber das kann ich nicht erhöhen, ne? Doch, Geschwindigkeit kann ich noch einmal erhöhen. Aber dann wird auch bei Geschwindigkeit das mit den lila Tränken anfangen. Keine Kohle. Weil die armen Roboter nicht hinterherkommen. Es werden mehr, oder? Das waren jetzt, glaube ich, 3 oder 4 große blaue. Und die sind voll hochgeheilt, ja. Ja, wir haben uns auch sehr viel Zeit dazwischen gelassen, das ist okay. Wie viele Granaten haben wir jetzt? 88 plus 24, wir sind bei über 100. Könnte man also probieren. Und es ist auch gerade Tag. Ich glaube, ich mache das mal. Ich speichere jetzt nochmal ab. So. 31. Schnapp mir den Wagen, fahr da runter und versuch dann einfach immer im Kreis drumherum zu fahren und die Granaten genau in der Mitte hinzuwerfen, dass alle 3 Spawner auf einmal getroffen werden. Da war der Wagen. Ich sammel dich ein, weil ich werde garantiert nicht in der Basis mit dir rumfahren. Das klappt niemals nicht. So, auf. Zu. Genau jetzt ist ein Angriff. Super. Das kam jetzt aber von da unten, ne? Oh. Smog hat sich doch ein wenig zurückgezogen. Ja. Aber es ist immer noch alles drin. Ja, gut. Also Wagen aufbauen. Wo bist du? Da bist du. Du kriegst Treibstoff Holz. Ich hoffe mal, das hält sich. Ich mach lieber Kohle. Als Backup noch. So, und jetzt fahren wir im Kreis. Wir wollen kein Licht legen. Nein, wir wollen Granaten schmeißen. Warum jetzt? Mach das da. Rote. Was? Ich glaube, ich habe gerade eine Basis platt gefahren. Ich muss mal gucken, ob ich da jetzt... Oh, oh. Ja, okay. Ich bin jetzt doch recht lange um die Basis rumgefahren und meine Granaten geschmissen. Da bin ich aus Versehen gegen eine Basis gegen geditscht. Und die war dann kaputt. Das, ich hätte wohl von vornherein einfach durchheizen sollen, ha? Huh? Steig mal aus. Hast du noch Repair Packs?
Aber genau das sollte doch gar nicht mehr gehen. Das war doch das Grundproblem gewesen, deswegen die Spawner erhöht wurden, dass man halt nicht mehr einfach durchheizen kann. Muss ich gleich mal gucken. Also ich fahre gleich einfach mal mitten rein in die Basis und holz da einmal durch und dann gucke ich mal. Problem ist halt, jetzt regenerieren die Spawner, aber ich sollte nicht zu viel Zeit hier verschwenden, das passt dann. Und dann habe ich ja immer noch 40 Granaten, die das Ganze dann weiter angehen könnten. Aber eine Basis ist schon mal kaputt. Unterlagen auf 3, 4 Alien-Artefakte rum. Ah. Nein, keine Blaupause erforschen. Mach Kram. Genau. Wie schaut's aus mit Treibstoff? Reicht. Rein da. Oh, alles angeschlagen. Und bom, bom. Bom, bom. Okay. Ich habe 70 Granaten für nix verballert. Hab eine Fabrikanlage aufgebaut und was weiß ich. Und alles für die Katz. Ich hätte einfach durchfahren können. Das kommt jetzt sehr, sehr unerwartet. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich hätte mir das gerade richtig so schön zurechtgelegt, dass das Spiel tierisch bockenschwer ist und dann sowas. Aber gut, man muss bedenken, es war kein einziger Wurm in der Basis. Wenn da ein großer Wurm bei gewesen wäre, das hatten wir ja an anderer Stelle mal getestet gehabt, wäre das gleich ein vollkommen anderer Schnack. Oh ja, so bin ich jetzt schon mal froh, dass wir so einen kleinen dass wir halt die Basis kaputt gemacht haben. Unsere direkten Nachbarn da ein bisschen dezimieren. Dass ich jetzt die Alien-Artefakte auch schnappen kann. Da dürfte jetzt ja eigentlich alles kaputt sein, richtig? Only da ist noch mehr. Oh. Jo, 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 jo. Ich bin auch gleich kaputt. Also es scheint den Wagen sehr zu beschädigen. Ich kann also nicht in so eine 5er, 6er Basis reinlaufen, einfach durchholzen. Nach ein, zwei Spawnern ist der Wagen hinne. Ja, schön den Chef retten hier. Genau. So, und neue Repair Packs. Ja, das steht als nächstes an. Repair Pack Fabrik. Das wird auch definitiv langfristig gebraucht, im Gegensatz zu den Granaten, die eigentlich jetzt schon überflüssig sind. Aber das ist sehr schön. Wir können dann hier in der näheren Umgebung erstmal ein wenig aufräumen. Wir können die ganzen Alien-Artefakte aufsammeln, um die Science-Packs herzustellen, um bessere Waffen herzustellen. Damit wir dann später auch ohne Fahrzeuge das machen können. Weil ich denke, wir werden später ohne Fahrzeug stärker sein als mit. Also wenn die Rüstung halt dementsprechend ist und so weiter. Weil das Fahrzeug wird später von den Supervisern one-hitted. Aber wenn wir dann mit einer MK-10-Rüstung rumlaufen, dann werden wir wesentlich mehr aushalten als das Fahrzeug. Aber bis dahin sind wir erstmal abhängig davon. So. Scharfe Kurve rechts. Und einsammeln. Steigt man kurz aus. Macht das ein bisschen einfacher. Ganz viele Leichen liegen hier rum. So. So. Haben wir so ein Aufsammelgerät dabei? Oder können wir das kurz bauen? Nein. Roboter Follower Damage. Ja, mach mal. Liegen echt tierisch viele Leichen rum. Würde ich ungern vergammeln lassen. Das heißt, wir huschen nach Hause, wir bauen. Ich baue den Item Collector einfach hier kurz ab und baue ihn da hinten wieder auf. Spricht ja nichts gegen. So. Obwohl doch, der braucht Strom, ha? Testen wir. Brauchst du Strom, Item Collector? Wo bist du? Nö. Du bist einfach so toll. Okay. Da. Wird bestimmt auch noch geändert. Jede Maschine braucht Strom. Es gibt sogar Mods, die fügen bei den Fließbändern einen Stromverbrauch ein. Was ich sehr interessant finde. Weil Fließbänder verbrauchen Strom. Das ist halt so. Und im normalen Vanilla-Spiel ist es halt ziemlich überpowered, dass sie keinen Strom brauchen.
und Angriff ist an uns vorbeigehuscht. Das ist sehr gut. Also setz das Ding mal hier hin. Und warte ab, wie sich das da langsam füllt. Wir haben hier Kristalle. Nee, Silbererz. 75 Stück. Könnte ich ja fast im Alleingang abbauen hier. Das wird sehr interessant, wenn wir später Türme aus Silber herstellen wollen, müssen, wie auch immer. Wenn die Größenordnung 75 ist bei deren Clustern. Also wir müssten wahrscheinlich die ganze Welt bereisen und überall Kolonien aufbauen, um an die ganzen Ressourcen ranzukommen. Weil ich habe auch noch kein Gold gesehen, ich habe noch keinen Tungsten gesehen. Wobei Tungsten, ne? Dürfte ja anderweitig herstellbar sein. Aber trotzdem, die ganzen anderen Metalle. Und du bist noch fleißig am Einsrollen? Na, hier scheint fertig zu sein. Hinten ist noch Lava, ein bisschen Kupfer. Da ist Kohle. Gut, du kommst mit. Was machen wir jetzt? Jetzt holzen wir das Ding da nieder. Da. Oh. Jop. Ein Spawner gleich 50% Lebenspunkte von dem da. Entweder das oder... Ich habe mich von den Roten beißen lassen. Wir sind irre flott, die Kleinen. Wie. Oh oh. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Mehr Repair Packs. Genau. Komm, reparieren, helfen. Mittelfristige Projekte immer noch Skynet und Repair Packs. Aber jetzt erstmal das hier. Weil ich hätte sehr gerne ein paar mehr Alien-Artefakte. Möglichst schnell, bevor die nächste Stufe an Weißern kommt. Ah! Nicht schön. Ja, das mögen sie nicht. Dass wir deren Spawner vernichten. Achso, und den. Den da. Dahin. Ja, Lasertürme müssen wir auch noch. Eigentlich müssten wir Lasertürme automatisieren. Zumindest im kleinen Maß, damit wir mal einen Vorrat haben an Lasertürmen. Wobei, eigentlich kommen die da nicht rein. Ja, ist okay. Trotzdem, ich muss demnächst noch privat Lasertürme bauen, in irgendeine Logistikkiste packen, damit die Roboter Ausfälle bei den Lasertürmen auch ersetzen können. So, Rückwärtsgang. Ah. Es hat einen Grund, warum ich im Real Life keinen Führerschein habe. Das kann man der Menschheit nicht zumuten. Da. Da. Splosch. Kaputt. Oh, was haben wir da? Noch mehr Silber und größere Cluster. 150, 160, 290. Das hört sich doch schon besser an. Oh, was kommt mit? Wie viele Alien-Artefakte haben wir? 34. Dafür könnten wir uns doch schon fast eine bessere Rüstung holen, oder? Oder so ein Fusionsreaktor? Da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein, wofür ich meine Alien-Artefakte ausgebe. Am besten ist es ja für etwas, das uns hilft, wieder mehr Alien-Artefakte zu bekommen, ne? Oh, was habe ich weggeklickt? Wahrscheinlich irgendwas Combo-Robot-artiges, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, das hätte ich zum Beispiel sehr gerne. Das wären 15 Alien-Artefakte. Und noch bessere Granaten, die allerdings Zinn brauchen. Ugh. Wir haben keinen Zinn. Also das ist Zinn, nicht Zink. Ja. Das Ding wäre echt schick. Braucht aber 30 Alien-Artefakte. Und wir haben noch keine Rüstung, wo das einigermaßen reinpasst, weil das Ding ist riesig. Genau, 4x4.
Ich denke, die Power-Rüstung wäre dann das der nächste Schritt. Also Power-Rüstung MK1. Ja, erforscht die mal bitte. So, du. Oh, 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 oh. Lass die Beißer nicht schaffen, macht der Chef. So.